Heute habe ich für euch 5 Ideen zum Marketing auf YouTube. Das beste Produkt kauft niemand, wenn es keiner kennt. Wo kann man heute viele kaufkräftige Menschen auf sich und seine Marke aufmerksam machen? Wie kann man sie am besten erreichen? 2006 gingen die meisten mittelständischen Hotels in Deutschland auch davon aus, eine Internetseite sei Luxus, denn die Gäste würden ausschließlich per Telefon buchen. Für jeden, der das hier liest, ist dies aus heutiger Sicht schlichtweg lächerlich. Heute sind wir aber an einem ähnlichen Punkt, wenn es um Videocontent geht. Vor 4 Jahren reagierten Agenturen und Kunden beim Thema YouTube-Marketing wie die Hotels Anfang der 2000er Jahre. Die größte Videoplattform der Welt wurde nur müde belächelt. Es war noch zu früh und man brauchte einen First Mover, also ein gutes Beispiel als Blaupause. Heute präsentiere ich euch 5 Ideen zum Marketing auf YouTube. Und wenn du noch mehr Input haben möchtest, dann klick auf herotube.de, der Link ist in der Beschreibung, oder höre die aktuelle Podcast-Folge. Let's go! Idee Nummer 1. Epoche Gary Vee. In den letzten 2 Jahren hat sich die Wahrnehmung von YouTube bereits deutlich gewandelt. Für alle, die in der Materie stecken, ist der Name Gary Vaynerchuk zu einem Synonym geworden für Content Marketing und Personal Branding. Dank verschiedener Online-Marketing-Werkzeuge, unter anderem einer täglichen YouTube-Show, führte Gary Vee den Liquor Store seines Vaters zu einem Wert von 60 Millionen Dollar. Heute veröffentlicht er tägliche Vlogs mit dem Namen Daily Vee, widmet sich Fragesendungen, Ask Gary Vee Show, und ist auf fast allen sozialen Netzwerken aktiv. Diese und ähnliche Erfolgsgeschichten führten zu einer Sensibilisierung für das Thema und einer neuen Ausrichtung der Marketingkonzepte. Es geht darum zu dokumentieren statt zu inszenieren und darum zu personifizieren. Denn People are the new brands. Der Weg eines erfolgreichen regelmäßigen YouTube-Formates ist steinig und erfordert Geduld, Kontinuität und Mehrwert. Eine besondere Herausforderung ist der Kaltstart aus dem Nichts. Doch viele Erfolgsgeschichten, wie auch die des 5-Ideen-Kanals, fangen so an. Die Anfangsphase eines Kanals kann eine Durststrecke mit sich bringen. Fängt man eine Kampagne an, so müssen Erfahrungen und Daten mindestens für 6 Monate gesammelt werden. Aber die wenigsten Unternehmen müssen einen totalen Kaltstart wagen, da sie einige Ressourcen in Form von Newsletter-Abonnenten oder Facebook-Fans mitbringen. Die bestehende Aufmerksamkeit konvertiert zu YouTube-Zuschauern. Idee Nummer 2. Sponsoring. Eine sehr elegante Art des Marketings bietet das Thema Sponsoring. Der Kanal wird in diesem Fall eigenständig vom Produzenten entwickelt und gestaltet. Der Sponsor beteiligt sich teilweise oder komplett an den Kosten und wird als Gegenleistung beispielsweise zu Beginn und am Ende einer Folge genannt als X präsentiert das Format. Inhaltlich nimmt der Sponsor keinen Einfluss. Dem Sponsor hilft diese Variante beim Markenaufbau und bei der Markenaufwertung. Er bleibt im Gespräch und wird mit der Glaubwürdigkeit des Produzenten verbunden. Eine redaktionelle Neutralität ist zwingend erforderlich, sonst erreicht man das gegenteilige Ergebnis. Der Sponsor hat die Möglichkeit, durch Gewinnspiele und Aktionen zusätzliche Aufmerksamkeit und Interaktion zu erreichen und das Publikum emotional anzusprechen. Die Jagd nach guten Kanälen für Sponsoringplätze hat gerade erst begonnen. Hier kann man mit geringem Rechercheaufwand noch sehr gute Schnäppchen machen und den Marketingweg abkürzen. Der erste Branded Channel in Deutschland und zugleich ein sehr gutes Beispiel für diesen Marketingansatz bildet der Kanal Turn On, den Mediakraft für den Elektronikriesen Saturn produziert. Die Moderatoren Jens und Alex machen eine unglaublich ansprechende Show mit gutem Mehrwert, ohne den Beigeschmack einer Werbesendung. Konkurrierende Produkte werden objektiv verglichen und unterhaltsam präsentiert. Ein langfristiges Sponsoring, entweder mehr Folgen in Serie oder mit Jahresverträgen, ist zu empfehlen, um die Verbundenheit der Marke mit den Inhalten zu sichern. Idee Nummer 3. Product Placement. Produktplatzierung nennt man die gezielte Präsentation von Marken und Produkten innerhalb eines Formats. Längst ist Produktplatzierung nicht nur interessant für Film- und Fernsehproduktionen oder Videospiele, sondern halt ebenso auch für Produktionen auf YouTube. Der Bereich der Produktplatzierung ist Fluch und Segen zugleich. Ein Unternehmen versucht, YouTube-Formate ebenso wie weitere soziale Netzwerke als Werbeplattform zu gewinnen. Der Kanalbetreiber oder
Produzent zeigt, benutzt oder empfiehlt ein entsprechendes Produkt im Rahmen seiner Sendung und wird dafür in einem frei verhandelten Umfang bezahlt. Die Produktplatzierung kann mit redaktioneller Unterstützung einhergehen und dem YouTuber die Recherchen erleichtern. Auf der anderen Seite kommt inhaltliche Einmischung nicht gut beim Publikum an. Sendungen mit Produktplatzierung müssen in Deutschland eindeutig gekennzeichnet werden, sonst drohen Sanktionen durch die Landesmedienanstalten. Die juristische Situation ist nicht absolut klar, aber Schleichwerbung ist verboten. Viertens, Corporate YouTube. Die besten Möglichkeiten für Unternehmen, Marketing auf YouTube zu nutzen, bildet Corporate YouTube. Hinter dieser Wortschöpfung versteckt sich die Idee eines eigenen YouTube-Kanals eines Unternehmens. Video-Marketing ist eine Disziplin des Content-Marketing und die modernen technischen Möglichkeiten erleichtern den Einstieg in diesem Feld, auch für kleinere Unternehmen. 70% des Internet-Traffics machen heute Video-Content aus. Und man rechnet bereits in den nächsten 2 bis 3 Jahren damit, dass 90% des gesamten Traffics im Netz für Video draufgehen. Die Aufmerksamkeit auf Internetseiten und Facebook gehört schon lange dem Bewegtbild, so bevorzugen 2/3 der Nutzer Videos. Es scheint, als wären die Texte auf Webseiten hauptsächlich relevant für die Suchmaschinen. Ein YouTube-Kanal ist wie ein eigener Fernsehsender für Unternehmen. Wenn man sich die Zahlen ansieht, ist ein eigener Kanal ein logischer Schritt und man sollte diesen Marathon antreten, bevor man zum Sprint gezwungen wird. Mit einem Corporate YouTube-Format verhält es sich analog zu einem Sudoku. Der Anfang ist nicht leicht, es dauert einige Zeit, bis der Motor läuft, aber mit jeder neuen Zahl auf dem Spielfeld steigt die Geschwindigkeit des Spiels exponentiell. Und so läuft es auch bei YouTube. Die Markenbekanntheit steigt, neue Kunden und Mitarbeiter werden angezogen. Idee Nummer 5. YouTube ist voller unentdeckter Möglichkeiten. Nach etwa 12 Jahren am Markt sind YouTube und die damit verbundenen Marketingmöglichkeiten in Deutschland noch weit davon entfernt, ausgeschöpft zu sein. Auch die Weiterentwicklung der Technik führt zu ungeahnten Möglichkeiten. In den ersten Tagen der Videoplattform waren die Videocodecs unvergleichbar schlecht, viel zu groß. Die Internetleitungen vieler Haushalte waren noch sehr viel langsamer als heute, wenn überhaupt vorhanden. Die Hobbyfilmer haben sich in der Zwischenzeit dank neuer, immer günstiger werdender Technik zu Filmopreneuren gemausert und erschaffen täglich neue Videos und Formate. Von kurzen, witzigen Videoschnipseln mit Home-Video-Fails hin zu cineastischen Experimentalfilmen, lehrreichen Tutorials, Zeichentrick, Dokumentationen und Nachrichtensendungen und viele mehr. Die Zielgruppen sind auf YouTube aktiv und zappen sich zu Hause auf dem Sofa, im Büro, zwischen den Projekten oder mobil in der Bahn durch die Formate und Kanäle. Fazit: Video-Content ist heute so selbstverständlich wie Internetseiten für Hotels. Das waren 5 Ideen zum Marketing auf YouTube. Mehr zum Thema findest du auf herotube.de und in der Beschreibung. Dort findest du auch eine kostenlose Checkliste für YouTube. Und in der heutigen Podcast-Folge im 5 Ideen Podcast widme ich mich noch intensiver diesem Thema und gebe noch ein paar weitere Tipps. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das nächste Video ist bereits in Arbeit.